Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ich komme gerade vom MWC aus Barcelona, noch ein bisschen fertig, aber auch relativ zufrieden mit der Messe. Und eins meiner persönlichen Highlights war, dass Xiaomi jetzt wirklich hochoffiziell auf der Messe vertreten war. Wir wissen ja, letztes Jahr gab es nichts, vor 2-3 Jahren hatten die ein kleines Event abseits der Messe und jetzt sind die mittendrin und dabei. Das bedeutet nicht irgendwie so Halle XY hinten links, nein, die waren in Halle 6, schräg diagonal von Daimler zu sehen, direkt am Mittelgang mit einem relativ großen Stand. Also hier, hallo, hier sind wir und nicht irgendwie versteckt noch hinter anderen. Am Stand selber gab es nichts Neues zu sehen. Wir hatten ja im Vorfeld schon Gerüchte über ein Mi 7, oder das Mi Mix 2S. So, das so hätte ja eventuell gezeigt werden können, das wurde offiziell dann nicht gezeigt. Das Gerät wird am 27. März vorgestellt. Sehr wahrscheinlich in China. Interessant, parallel dazu wird noch ein anderes Smartphone vorgestellt, zumindest eins. Und zwar Huawei stellt seine P20-Reihe vor. Die von Xiaomi sagen natürlich, alles reiner Zufall, dass das am gleichen Datum ist. Das hat natürlich damit nichts zu tun, dass die mit dem chinesischen Mitbewerber auch was vorstellen. Wenn Xiaomi das Gerät aber in China vorstellt, naja, dann wachen wir eigentlich damit auf und nachmittags kommen dann die Neuigkeiten zum P20 raus. Was die Mitarbeiter am Stand aber auch gefreut hat, war, dass sie jetzt wirklich da sind, dass sie auf dem MWC angekommen sind. Das, was ich ja eigentlich schon seit Jahren, worauf ich mich gefreut habe. Und natürlich bin ich dann auch in meiner ersten richtigen freien Messeminute dahin gerannt und habe mir den Stand angeguckt. Da war dann einmal eine bunte Palette von Xiaomi-Produkten ausgestellt. Die hatten natürlich ihre Smartphones da, wobei nicht alle, sehr, sehr, sehr begrenzt nur. Die hatten das Mi 6 da, die hatten die A1er da, also die Android One-Geräte da, einmal in allen Farben. Und dann hatten die noch das neue, auf das ich auch sehr warte, das Mi Redmi 5 Pro. Das erste Gerät mit einem Snapdragon 636er. Ich teste ja gerade das Redmi 5 Plus oder auch, ich glaube in Indien wird es Note 5 genannt. Bin ich bisher sehr zufrieden und Preis-Leistung, hui. Ich habe mich auf jeden Fall am Stand gefreut, auch mit dem Pro rumzuspielen, wo ich mir von der Leistung noch mal ein bisschen mehr erwarte, vielleicht von der Akkulaufzeit und auch von den Kameras auf der Rückseite, die seltsam vertraut angeordnet daherkommen. So, und ich habe mich natürlich auch mit den netten Standmitarbeitern unterhalten und ich glaube, das erste, und ich war sehr, sehr, sehr glücklich, deswegen habe ich hier noch dieses orangene Ding um den Hals, also das Xiaomi-Band, fand ich einfach schön. Und die haben sich, wie gesagt, auch sehr darüber gefreut, dass sie selber da sind. So, und was gab es sonst noch zu sehen? Die sind am Stand mit den Xiaomi-Scootern rumgefahren. Und das ist, man war mal wieder ein Stand voll mit Leuten und die stellen da die Scooter hin und die Leute können damit nach kurzer Einweisung am Stand diese, was weiß ich, 10 Meter hin, 10 Meter zurück um die anderen Gäste rumfahren. Das war auch so eine leicht halsbrecherische Angelegenheit. Dann hatten sie noch ihren Fernseher da, auch mal schön damit rumzugucken, aber auch die neuen Beamer oder den Beamer. So, und ansonsten natürlich ein bisschen Smart Home, ein bisschen ihre Roboter, Lampen, ne? Einmal die komplette andere Produktpalette, in welche Richtung es dann auch geht. Hier und da war dann auch Smart Home das Thema. Aber ich habe mich als zweites neben dem Pro noch auf das andere Pro gestürzt und war das Xiaomi Notebook, das Pro. Und das ist, also da ist nichts mehr mit, sagen wir mal, locker leicht der 12er und 13er Reihe. Das geht dann doch schon in die Kategorie wirklich Pro, 5 Zoller MacBook Pro Kategorie. Klar, daran ist es natürlich auch wieder angelehnt, aber das ist schon, das ist schon groß. Also da bin ich auch mal gespannt, ob und wie und vielleicht ich dieses Teil mal in die Pfoten bekomme. So, und ansonsten stylisch war dieser Xiaomi-Stand natürlich in Weiß und Orange durchgestylt. Aber offiziell was irgendwas Neues zu sehen, gab es da nicht wirklich. Das war dann eher hinter den Kulissen und dann darf man darüber noch nicht sprechen. Aber der Stand selber, ich persönlich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut, dass die da sind, dass die so präsent auf der Messe sind. Und wenn die jetzt noch stärker zu uns kommen, finde ich das persönlich echt gut. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Das war einmal ganz kurz der Xiaomi-Stand auf dem MWC 2018 und was es da alles so zu gesehen gab, meine Eindrücke. Und ihr hört es, ich freue mich einfach immer noch. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.